Wir können das Flugzeug von innen sehen, lol. Scheinbar, sind sie. Ich höre das Flugzeug, ich höre Musik. Ich habe aber noch einen Ladebildschirm. Wir springen alle am Ende zusammen ab, ne? Warum? Drei, warum zwei, eins, nein. Wir warten immer noch hier, bitte. Hallo. Jetzt. Ja, ich hab Musik. What the fuck? What the fuck? Das Flugzeug wird angezeigt. Man sieht, ja, wie viele abgesprungen sind. Geil, ja. Da hinten. Kirby! What the fuck? Absprung. Ah, nee, drei, das war nicht Kirby. Zwei, nein! Eins. Nein! Doch! Was? Nein? Ja, okay, viel doch. Spaß. Was ist falsch mit dir? Ich kann nicht! Ich dachte, du bist schon drinne! Wann habe ich das behauptet? Was? Ich war im Ladebildschirm. Immer noch. Ich habe gehört, wie ich rausgesprungen bin. Jetzt sehe ich was. Aber du hast F gedrückt, ja? Scorchy, das ist meine Markierung. Was? Das ist meine Hütte. Ja. Weiter. Ja, du lootest mir wieder alles weg. Ich lande doch nur auf dem Balkon. Oh Gott. Bist du tot? Nein! Uschi ist ja auch hier. Wieso ist keiner jetzt zu blau gegangen? Wieso seid ihr jetzt alle zu mir gekommen? Weil meine Markierung gelb ist. Oh, stimmt. Meine ist blau. Alles klar. Ich hab mich nicht beschwert. Alles gut. Ja, Feli. Ganz genau. Your love. Goli, wo bist du? Ja, am da Endpunkt des Flugzeuges. Ja, danke, Spiel. Boah. Dann nutzt mir meine 160 FPS auch nichts mehr. Die Hosenlose mit dem Mantel rennt hier rum. Mhm. Oh yeah. So eine Hosenlose Frechheit. Eine Hosenlose Frechheit? Ernsthaft? Ja. Ja. Den Spruch habe ich schon ein paar Mal gebracht. Auch in PUBG-Aufnahmen. Guckt sie euch an. Abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Obwohl schon dabei seid, könnt ihr auch auf den Channel Goldberges gehen. Da drüben sind auch richtig coole Videos. Momentan eher wenig, aber meistens sind es Strategiespiele oder Roguelikes. Bei mir gibt es täglich Videos. Klappe! Du willst auch mit der hosenlosen Manteltante. 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 Ich habe nichts aus einer Bratpfanne, aber das muss reichen. Reicht. Ich hab Handschuhe, einen Energy Drink und eine Pistole. Wo laufen wir denn hin? Ja, Scorchy geht zur blauen Markierung, um schnell zu looten. Ich gehe zur orangen Markierung. Okay, stimmt. Seid ihr im Circle? Nein. Nö. Nee? Mm-mm. Weiß ich nicht. Die ist sehr weit weg. Nee. Ich geh zu blau. Auch wenn das, glaube ich, ein bisschen weg vom Circle ist, aber wir haben ja noch 4 Minuten. Immer noch Zeit, um Buggy zu finden und durch die Gegend zu fahren. Haben oder wir First-Person-Server? Ja, oder? Ja. Kannst du schon was sehen? Kannst du spielen? Ja, ich lauf zu euch. Gut. Ich hab schon mal eine Wimpy. Gut. Ich kann überraschen. Hast du mehr als ich? Pistole! Bratpfanne! Pistel! Bratpfanne! Pistel! Nicht mehr als eine Bratpfanne! Doch! Pistol! Ein Holovisier! Nice! Jetzt kannst du mit dem Visier Leute anvisieren mit der Bratpfanne. Das wäre so cool! Muss hier erstmal wieder gucken, wo was. Wo die Buttons sind. Ihr habt doch das Bild von der Pistole gesehen. Wenn du nur tot. Wenn du nur Attachment findest. Warum bist du beziehungsweise tot? Ich bin verletzt, aber hier hat einer in der Scheune, wo ich bin, bei Blau gewartet. Ich lebe noch. Mhm. Komm, wenn jetzt nicht mehr. Genug hin. Der hat eine Scar. Ich gehe. Der hat eine Scar. Ja, hau mir einfach ab, nicht kämpfen. Ihr seid schon im Nachteil, wenn ihr noch zu zweit seid. Schön Circle. Warum zu zweit? Ich bin alleine. Ach so, ihr splittet euch ja immer am Anfang auf. Ich hab vergessen. Ja, um Loot besser zu verteilen. Bist du gerade? Nee, du bist nicht bei der blauen Markierung. Alles gut. Ich hab Schüsse gehört. Hose! Uschi. Bei dir ja. Sind einige. Ja, ich weiß, danke. Ach ja, Bild auf, Bild ab kann man. Uschi, bei dir ist. Ja, bei dir. Ich der weiß. Ist da. Deswegen laufe ich jetzt. Rum. Kann ich markieren? Ja, verpisst euch einfach, rennt einfach weg. Wir sind so Rainbow beschädigt einfach. Bisschen. Währenddessen, thousands of miles away.
Ich kann nicht markieren. Goldi sieht schon mal das Gebäude mit der gelben, mit der orangen Markierung. Sehr gut. Alles ist so schön hier draußen in der warmen Wüste. Lalalala, zurück in Action. Okay, ihr seid nicht mehr in Action. Zurück bei Goldi. Und in der warmen Wüste. Oh, am Arsch. Am Arsch. Ich werd sowas von weggebombt. Was? Risk it. Challenge time, Goldi. Challenge time. Ich schmeck einfach mein Glück schon. Hat er meine Bestellung für die Pizza nicht abgeschickt? Versuch's einfach nochmal. Guck einfach nochmal nach. Wo ist meine Pizza? Sie steht hier und wird kalt. Super, das hilft. Er hat sie auf dein Fensterbrett gestellt. Ich glaube, das wird er nicht können, sonst hätte er von draußen auf meinen Balkon klettern müssen. Er ist gut im Calzone werfen. Genau das. Was hier? Krieg! Hat schon jemand gejutet? Boah, Moni! Mach die Tür auf, guck mir mal die Tür zu. Krieg! Olli, alles okay bei dir? Oh, ist am Haus. Ja, er ist gerade so ins Haus gekommen. Das ist dumm, das ist dumm, das ist dumm, 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 das ist dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm. Da ist ein Auto, da ist ein Auto, da ist ein Auto! Das ist dumm, das ist dumm, das ist super dumm, das ist super dumm. Dumm, 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 dumm. Was soll denn das? Ich will auf meine Mails zugreifen. Dumm, 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 dumm. Das ist die beste Aufnahme aller Zeiten. Okay, ich gehe jetzt mal in mein E-Mail-Programm. Das hier ist übrigens GameX. Wir machen jetzt ein GameX-Tutorial. Und hier macht ihr eure E-Mail. Gas! Oh mein Gott, ich habe nur noch 90 Frames. Oh shit. Oh nein, ich komme ins Lag-Territorium. Ich weiß nicht, ich habe nur noch 90 Frames. Ist gerade was am Runterladen? Frames. Nicht Ping. Ja, aber das braucht er trotzdem, wenn er irgendwas installiert oder so zum Beispiel. Meine Festplatte ist frei. Au? Nur Pappe. Wo bist du jetzt gerade hängen geblieben? Ich weiß es nicht. Baum anscheinend. Da war keiner. Na eben. Offenbar kommt heute keine Pizza mehr. Ich habe keine Ahnung. Das ist schon sehr spät. Geld. Zumindest. Achso, das seid ihr. Hallo. Nee, weil ich nicht weiß, ob die Bestellung durchgegangen ist. Nee, ruf sag an. Ich lieber nicht. Paddy, ruf an. Nee, ja, nicht in der Aufnahme. Das Endwort. Ich könnte eigentlich einfach doch, nur checken, ob. Doch, ob genau die... in der Aufnahme. Doch, warum ist da ein. Warum haben wir einen Bananentannenduftbaum? Weil Banane geil hast riecht. Hast du die letzte Folge nicht gesehen? Nein. Richtig, stimmt, da haben wir es geklärt. Richtig. What the fuck? Wir haben auch einen Happy Campen Sticker. Oh shit! Roadkill! Der stand einfach nur rum? No. Spectating Uschi. Die fährt gerade. Uschi ist gerade beschäftigt. Uschi fährt gerade Auto. Aber nur 90, da war ein Schilf. Schilf drauf! Wir haben einen Geländewagen, lalalala. Und das ist nicht, weil der Gelände tauglich ist, sondern weil wir durch das Gelände fahren. Ja, nicht so wie mit den Bussen, ne? Der Bus zählt nicht. Der Bus ist eine Ausnahme, aber wir haben es auch da hochgeschafft. Leute, Leute, der Bus brennt schnell raus. Wo brennt der denn? Das war der Ausbau. Au! Ich fahren. Nein! Lass mich fahren! Fail Squad Führerschein Offensive 2018. Lass mich fahren. Aber wir haben ja Rhetorikunterricht, ne? Und wir haben ein professionelles Teambuilding-Spiel gespielt, nämlich Zweierteams. Beziehungsweise ein Zweierteam, alle anderen gegen dieses Zweierteam. Einer war blind mit einem Ball und musste Leute bewerfen und der andere waren sozusagen seine Augen. Ne? Fuck. Mein erster Gedanke war, ja ganz ehrlich, komm, der Typ ist so handicapped, was soll ich denn da machen? Ich renn halt zu den Leuten hin, halt sie fest und sag, schieß auf mich. Hat er halt gemacht, hat er 4 Meter neben mich geworfen. Hab ich gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach. Ich bin ja groß und stark, ich nehme einfach die Leute und zerre sie zu ihm hin. Das hat auch ganz funktioniert, dann haben die Leute angefangen, sich zu sagen, ja, aber du tust mir damit doch weh, das ist voll nicht nett. Ja, werde ich halt nicht, dann tut's nicht weh. Mir ist erst ungefähr 5 Minuten danach aufgefallen, wie falsch sich das anhört. Ich fand das toll. Davon ist wer, ne? Oder?
Na, ja. Fahrt ihn um. Von wo? Von wie? Ja, hinter uns direkt, wo ich gesagt habe, da vorne steht wer. Warum ignorieren mich alle in diesem Spiel? Weil du gerade von anderen Dingen gesprochen hast. Lass uns einfach bitte in den Circle. Bleib einfach auf der verdammten Straße. Ich fühle mich da sicherer. Doch nicht. Was ist denn das für eine... Chief Bitches! Also okay. Ja, Charlie, nee, dir helfe ich nicht. Mate, where are you? Oh, Vorsicht, der Bus fährt dich hinterher. Ja, Goldie, der Bus hinter dir. Das ist schön, ich kann von einem zum anderen von euch und kann immer wieder den Bus betrachten. Bitte lass mich so. Vorsicht, Scorgi, da ist ein Geisterfahrer. Ich bin so die rote Zone erwischt. Bitte. Nein. Scorgi fährt an dir vorbei und hupt erstmal. Der war schön. Nice. Und okay. Jetzt raus da! Raus da und rein nach da vorne. Ich hab die Hälfte meiner Leben verloren, ne? Aber nicht irgendwie durch Beschuss oder sowas, nein. Einfach nur durch Charlies Auto fahren. Keine Angst, Charlie. Das war nicht Charlie, das war Uschi, okay? Das ist different. Mir vollkommen egal, du hast den Führerschein nicht verdient, den du hast. Weißt du, siehst du, wie schön das mit Scourgy ist? Wir haben immer noch Rampen und wir haben schöne Hüpfer, aber er bremst vorher, dass wir nicht wie ein Komet fliegen. What the fuck, ich bremse gar nicht, aber auch egal. Dann bist du einfach fetter als Charlie und das sorgt dafür, dass das Fahren angenehmer wird. Eins von beiden wird sein. Ja. Bestimmt. Ganz sicher. Ja, das hier sieht relativ clear aus bei mir. Ja, hier war schon jemand. Hm. Was haben wir da? Eine Flashbang? Oh, ein Vertikalangriff? Ja, ich hau hier ab. Ja, ich bin gleich da. Bin weg hier. Das hier sieht nach einem guten, mittigen Compound aus, den ich markiert habe. Aua. What the fuck? So ein fucking Plastikstuhl oder was? Lustig, darüber hast du dich auch in der letzten Folge schon aufgeregt. Ja. Wir fahren gerade aus dem Circle raus, Gertie. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ach so. Okay. Ja. Liebe Markierungen. Die sind so nützlich in diesem Spiel, die sieht einfach keiner. Wir müssen das wie ein Rainbow machen, dass die Markierung so, wenn du hinguckst, aufploppt. Oh, da ist mal jemand! Ist mir egal, ich fahr mal weiter. Tschüss, Bitches. Ja, ist gut so. Einfach fahren. Okay. Verficht! Oh, wenn wir hier anhalten, dann würde ich sagen, lassen wir das. Flip! Oh, ich dachte. Nee. Guck mal, da ist ein Bus. War alles geplant. Geparkt, hier ist wer. Ja, in uns! In den Häusern, ja. Du hast auf Goldie geschossen. Ich hab einfach nur einen Schwarzen gesehen, ich musste schießen. Ja, schön. Ja, ist okay. Das ist ein böser Satz out of context. Okay, ich weiß, mir steht sowas natürlich nicht zu, als Mensch und so weiter, aber ich hätte zwei kleine Bitten. Erstens, wenn ich sage, ich bin im Ladebalken, ne, und du anfängst runter zu zählen, 3, 2, und ich sag, stopp! Dann ist es ein Stopp und kein okay, wir hüpfen jetzt, ich bin bereit. Ich bin übrigens fertig. Und zweitens, wenn ich sage, da ist wer, dann ist da wer.